Gemeinde Karlsbad. Wohnen, arbeiten, erholen heißt der Slogan im neuen Logo der Großgemeinde Karlsbad. Zusammengefasst kann man auch sagen, eine Gemeinde zum Wohlfühlen. Karlsbad liegt verkehrsgünstig zwischen Karlsruhe, Baden-Baden und Pforzheim und stellt geografisch die Verbindung zwischen Kraichgau und Schwarzwald her. Mit direkter Anbindung an die badische Residenz, ohne die Nachteile der Rheinebene mit ihrer stickigen Luft, hinter den ersten Anhöhen des Schwarzwalds gelegen. Die fünf Gemeinden Ittersbach, Spielberg, Auerbach, Mutschelbach und Langensteinbach, die sich in der Verwaltungsreform vor fast 30 Jahren zusammengefunden haben, ergänzen sich in ihrer unterschiedlichen Form und Eigenart zu einem neuen, vielfältigen Ganzen. Der neue Ortsname Karlsbad soll an das Kurfürstenbad erinnern, das sich der Gründer der Stadt Karlsruhe im Ortsteil Langensteinbach errichten ließ. Das Langensteinbacher Kurfürstenbad hat Großherzog Karl nicht nur regelmäßig besucht, sondern sich auch täglich Wasser aus der Quelle des Bades zur nahegelegenen Residenz bringen lassen. Die heute an dieser Stelle stehende Seniorenresidenz Kurfürstenbad soll ein bisschen die Atmosphäre dieser herrschaftlichen Zeit in die Gegenwart tragen. Das neue Unterzentrum war noch bis vor 50 Jahren vorwiegend landwirtschaftlich geprägt. Der größte Ortsteil, Langensteinbach, ist ein alter Marktflecken. Die Menschen der fünf Gemeinden verdienten ihren Unterhalt vorwiegend in der Landwirtschaft, aber auch in der Holz- oder Schmuckindustrie. Neben den traditionellen Handwerksbetrieben gab es auch kleinere Firmen wie Ziegeleien und Kalköfen und so weiter. Heute hat sich der Ortsteil Langensteinbach zum Einkaufszentrum mit zahlreichen Märkten entwickelt. Neben vielen Handwerksbetrieben gibt es in Langensteinbach, wie auch in den anderen Ortsteilen, kleine bis mittlere Firmen. Diese bieten viele Arbeitsplätze in den Ortsteilen. Wobei stellvertretend hier die Firma Paradigma genannt sei, die sich im Bereich der umweltfreundlichen Energieerzeugung einen guten Namen gemacht hat. Vom Gasbrennwertkessel über Holzpelletheizsysteme bis hin zu Sonnenkollektoren reicht das Produktspektrum, das von der Stiftung Warentest durchweg mit sehr guten Noten ausgezeichnet wurde, also Heizsysteme in ökologischer Konsequenz. Die meisten und auch die großen Betriebe befinden sich im Industriegebiet Ittersbach zwischen Spielberg, Langensteinbach und Ittersbach. Weltbekannte Produkte werden in diesen Hightech-Schmieden hergestellt. Dazu zählen beispielsweise die Autoradios der Firma Harman Becker, die man heute kaum mehr als solche bezeichnen kann. Die Nachfolger der alten Radios sind die Logistikzentren der modernen Fahrzeuge mit Funk- und Satellitenanschluss, mit Navigations- und Internettechnik. Bei den bekanntesten Herstellern wie Daimler Chrysler, BMW, Ferrari und Porsche findet man diese Karlsbader Produkte. Eine weitere Perle der Betriebe in Karlsbad ist die Firma Ahead. Das bekannteste Produkt dieser IT-Firma ist das CD- und DVD-Brennprogramm Nero, das sich weltweit auf den meistgekauften aktuellen PCs befindet. Karlsbader Firmen beherrschen auch den modernen Markt der Kunststoffverbindungstechnik. Sie sind in Fachkreisen die ersten Adressen. Diese Basistechniken sind aus dem heutigen Fahrzeugbau kaum mehr wegzudenken. Da die Herzstücke dieser Maschinen, die im Ultraschallbereich schwingenden Sonotroden, wahre Alleskönner sind, lassen sich auch Windeln, Verpackungen, Lautsprechergehäuse, Stecker, ja kurz gesagt fast alle Kunststoffformen präzise und effektiv verschweißen. Die Reihe der weit gestreuten Produkte teils marktführender Karlsbader Unternehmen ließe sich fast beliebig fortsetzen, doch für Karlsbad ist der Branchenmix und damit die Krisensicherheit besonders wichtig. Selbstverständlich arbeiten nicht nur Karlsbader in diesen Betrieben.
Im Gegenzug arbeiten Karlsbader in Betrieben in den Ballungszentren Pforzheim und Karlsruhe. Das gesunde Verhältnis und die geeignete verkehrstechnische Infrastruktur machen die Stärke des selbstständigen Unterzentrums Karlsbad aus. Neben dem Autobahnanschluss Karlsbad gibt es eine S-Bahn-Anbindung mit über 100-jähriger Tradition. Quasi mit der Erschließung des Albtals fuhr die im Volksmund als Entenköpfe bezeichnete Schmalspurbahn bis zum Ortsteil Ittersbach. Dort gab es eine Schmalspurverbindung bis Pforzheim. In den 60er Jahren wurde die Verbindung von Langensteinbach bis Ittersbach sowie die Verbindung von Ittersbach bis Pforzheim stillgelegt. Schon ein Jahrzehnt später, auf neuer Trasse, erlebte die Lokalbahn als jetzt normalspurige S-Bahn einen durch die Albtalbahn Verkehrsgesellschaft initiierten Neubeginn. Im Zuge dieses damals umstrittenen Neubaus wurden beispielhaft für ganz Europa neue S-Bahn-Strecken im Raum Karlsruhe-Baden-Baden, ja sogar bis Heilbronn und ins Elsass gebaut oder bestehende DB-Strecken für den S-Bahn-Betrieb zugänglich gemacht. Hier einige Szenen vom 25-jährigen S-Bahn-Jubiläum im Ortsteil Spielberg, der Patenstrecke eines Erfolgsmodells. Ein anderes Erfolgsmodell ist das Klinikum Karlsbad-Langensteinbach, ein Unternehmen der SRH-Kliniken AG. Diese Klinik wurde vor mehr als 30 Jahren seinerzeit als Reha-Klinik vom überkonfessionellen christlichen Verein der Langensteinbacher Höhe gegründet. Mit über 500 Betten ist sie heute als Akutklinik in der Therapie und Diagnostik von neurologischen Erkrankungen, von psychiatrischen Krankheiten sowie im Bereich der inneren Medizin und Orthopädie tätig. Für Patienten mit Schädelhirnverletzungen und Querschnittslähmungen bietet das Krankenhaus Frührehabilitation bereits in der Akutphase. Dies gilt auch für den lokalen Schlaganfallschwerpunkt. Besonders in der Wirbelsäulenchirurgie und in der Versorgung von Gefäßerkrankungen gehört das Krankenhaus weltweit zu den führenden Häusern. Von weit her kommen auch die Gäste der benachbarten Bibelkonferenzstätte. Die überkonfessionellen Veranstaltungen sind weit über die Grenzen Baden-Württembergs bekannt. Weithin bekannt ist auch das auf der anderen Seite des Boxbachs gelegene Bibelheim Bethanien. Malerisch am Waldrand mutet es fast wie ein kleines Schloss an. Die Betreiber und Gründer aus der evangelischen Glaubensgemeinschaft Augsburger Bekenntnis haben nicht nur im religiösen Leben des Ortsteils Langensteinbach ihren positiven Geist hinterlassen. Ein historisches Zeugnis religiösen Schaffens kann man, einen Steinwurf entfernt, in Form der 1330 entstandenen Wallfahrtskirche St. Barbara bewundern. Das beliebte Ausflugsziel wurde von Zisterziensermönchen aus dem Kloster Herrenalb erbaut und erlebte im 15. Jahrhundert viele Wallfahrten. Heute ist es eine Kirchenruine. Vom Turm aus hat man einen weiten Ausblick auf die nördlichen Ortsteile und bei gutem Wetter bis ins Rheintal. In der Reformationszeit hat man die Pfarrkirche im Ortszentrum gebaut. An diesem Platz steht heute die von Weinbrenner geplante Ludwigskirche der evangelischen Kirchengemeinde. Den Namen St. Barbara trägt in Langensteinbach eine andere Kirche. Die von Heimatvertriebenen und Flüchtlingen gebaute Kirche feierte vor kurzem mit einer Orgelweihe ihr 50-jähriges Bestehen. Diese Kirche ist die Hauptkirche der katholischen Gemeinde für ganz Karlsbad. Evangelische Kirchen gibt es in jedem Ortsteil. Im kleinsten Ortsteil, Mutschelbach, sogar zwei. Das hat folgenden Hintergrund. Vor circa 300 Jahren kamen Waldenser Glaubensflüchtlinge. Sie haben an einen verfallenen Kirchturm aus dem 12. Jahrhundert ein kleines Kirchenschiff angebaut. Von daher ist sie das älteste Kirchengebäude in Karlsbad, älter als die St. Barbara-Ruine. Der Ortsteil Mutschelbach, durch die Autobahn A8 in zwei Teile geteilt, ist eine liebenswerte Wohngemeinde.
Gerade die Mischung der verschiedenen Besiedlungswellen macht den besonderen Charme aus. Engagierte Bürger, die Fortschritt und Tradition auf ihre eigene Weise miteinander verbinden, wie hier beim Brotbacken im neuen Backhaus. Eine Initiativgruppe hat es in Eigenarbeit kürzlich errichtet. Der Boxbach, der den Ortsteil seit über 30 Jahren unterirdisch durchfließt, ermöglichte die Neugestaltung des Ortszentrums. Viele mächtige Kastanienbäume spenden im Sommer Schatten und laden zum Verweilen ein. Der Ortsteil Auerbach ist ebenfalls eine beschauliche Wohngemeinde. Mitten durch den Ort fließt der idyllische Namensgeber. Bei der Bebauung hat man dem Auerbach so viel Raum gelassen, dass er durch sein grünes Band für naturnahe Erholungsflächen sorgt. Die Dorfgemeinschaft der Altauerbacher rechts des Auerbachs und der Neuauerbacher links des Auerbachs hat Erstaunliches auf die Beine gestellt. Gerade in der närrischen Zeit ist Auerbach mit seiner Prunksitzung und seiner Gurgenmusik die Hochburg des Karnevals in Karlsbad. Närrisch, aber deutlich anders, geht's auch in der Faschingszeit im Ortsteil Ittersbach zu. Dort hat die alemannische Fasenacht Tradition. Der große Umzug am Fastnachtssonntag ist der absolute Höhepunkt. Gruppen aus der ganzen Umgebung ziehen durch die Straßen. In der Nicht-Faschingszeit ist Ittersbach nicht nur durch sein großes Industriegebiet einer der wichtigsten Ortsteile von Karlsbad. Die ehemalige Kochschule hat man zum Heimatmuseum umgebaut. Viele Gegenstände aus dem vorwiegend landwirtschaftlich geprägten Ort, die vor einigen Jahrzehnten noch in Gebrauch waren, kann man hier bewundern. Sie sind nicht nur typisch für Alt-Ittersbach, sondern für ganz Karlsbad. Zu der Konfirmation kriegt, aber aus einer anderen Quelle habe ich schon gehört, zu der Hochzeit hätten wir das kriegt, so eine Schachtel. Nebenan, im ehemaligen Scheunenteil, ist jetzt eine Kulturhalle besonderer Art. Immer wieder gibt es Gastspiele von namhaften Künstlern. Ittersbach ist auch ein Mekka für Pferdefreunde. Eine Kuriosität, ein kleines Weingut, das Weine aus der Nachbarschaft ausbaut, der Kuckuckshof. Der höchstgelegene Ortsteil von Karlsbad ist Spielberg. Die Spielberger sind ein eigener, selbstbewusster Menschenschlag. Wunderschön, mit viel Übersicht gelegen, reicht die Gemarkungsgrenze bis ins Albtal. So ist der Weiler Fischweiher auch ein Stück Karlsbad. Das Wahrzeichen von Spielberg ist der Wasserturm. Er ist gleichzeitig Aussichtsturm. Attraktive Neubaugebiete in schöner Lage bieten nicht nur in Spielberg Raum für unterschiedlichste Bau- und Wohnwünsche. Die Gemeinde weist deshalb immer wieder Bauland aus, um diese Wohnwünsche Wirklichkeit werden zu lassen. Das alte Ortszentrum befindet sich um die Kirchgasse. Im Jahr 2002 wurde der ganze Bereich nach altem Vorbild neu gestaltet. So ist der Platz um die alte Linde ein Vorzeigebeispiel bürgernaher Ortskernsanierung in Karlsbad. Der Ortsteil Langensteinbach ist nicht nur im Zentrum gelegen, er ist auch der größte Ortsteil. Rund um das frisch sanierte alte Rathaus, wo der Hauptsitz der Verwaltung untergebracht ist, gibt es zahlreiche Meilensteine des dörflichen Lebens. Ein Beispiel ist das historische Dorffest mit vielen Beiträgen aus dem Vereinsleben, das zum 800. Jubiläum von Langensteinbach stattfand. Mit viel Liebe zum Detail haben Karlsbader Erstaunliches auf die Beine gestellt. Ob Kirchen, Schulen oder Kindergärten, ja selbst die Feuerwehr kam in historischem Outfit und zeigte, wie man früher den roten Hahn zu Leibe rückte.
Aber auch im normalen Jahreszyklus gibt es Märkte, die viele Menschen aus dem Umland nach Langensteinbach führen. Kinder sind die Zukunft. Und die Ausbildung der Jugendlichen ist den Karlsbadern besonders wichtig. Ein großer Teil des Gemeindebudgets fließt in die Erhaltung und Erweiterung der Schulen und Kindergärten. Neben den Kindergärten und Grundschulen in den Ortsteilen gibt es in Langensteinbach das Schulzentrum am Schelmenbusch. Fast alle Schularten sind hier vertreten. So müssen die Karlsbader Kinder keine großen Schulwege zurücklegen. Viele Leistungsträger, nicht nur Karlsbader, wurden hier zum Abitur geführt. Ein Ohrenschmaus ist der jährliche Konzertabend des Gymnasiums. Im Bereich des Klinikums befindet sich idyllisch gelegen die Körperbehindertenschule. Vielfach ausgezeichnet macht sie immer wieder von sich reden. Neben der Arbeit und der Ausbildung ist auch die Erholung für den Menschen ein wichtiges Karlsbader Anliegen. Ein dichtes Wegenetz in den großen Karlsbader Wäldern lädt nicht nur Jogger, Spaziergänger und Radfahrer ein und lässt den Alltag für ein paar Stunden vergessen. Ausgedehnte Auenlandschaften und zahlreiche Biotope sind Rückzugsgebiete für die vielfältigen heimischen Pflanzen und Tierarten. Die harmonische Abwechslung zwischen gut erschlossenem Wohnraum und nahem, naturbelassenem Erholungsraum bestimmt den Charakter von Karlsbad und trägt somit zu einem hohen Wohlfühlwert bei. Wohnen, arbeiten, erholen in der Gemeinde Karlsbad. Das ist die Kernaussage des neuen Logos und auch die Zusammenfassung des Karlsbader Lebensgefühls.